Hi und herzlich willkommen heute wieder zum Thema Minimalismus und ich verarbeite auch heute wieder alles zusammen, denn ich stelle euch, ein Buch vor. Mehr Geld für mehr Leben ist jetzt Anfang August erschienen im Redline Verlag. Der Redline Verlag war so nett, mir ein Exemplar kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und ja, warum stelle ich das im Zusammenhang mit Minimalismus vor? Weil viele Anhänger dieses Buchs oder überhaupt der, der Financial Independence Szene auch mit dem Minimalismus kollidieren. Das Buch ist nicht neu. Das ist ursprünglich erschienen 1992. Also es ist mehr als 25 Jahre her. Es ist jetzt überarbeitet worden von der Autorin Vicky Robin, die überlebt hat. Der Co-Autor Joe Dominguez ist leider verstorben 1997 auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Ja, wo fange ich an? Es war einmal in den 60er Jahren. Joe Dominguez lebte in Harlem, sehr arm. Seine Mutter hat nie Englisch sprechen gelernt. Der wollte raus aus der Armut, hat sich einen Job an der Börse gesucht. 10 Jahre da gearbeitet, hatte $100.000 zusammengespart und die investiert. Und von den Investitionen fing er dann an zu leben. Vicky Robin schreibt, die haben in der Zeit ungefähr $800 jeden Monat ausgegeben und dann angefangen, das halt auch zu lehren, was sie da machen. Und die Sache ist schlussendlich die, hier geht es nicht um Kapitalismus, hier geht es nicht um Geld verdienen, hier geht es nicht um reich werden. Der Versuch, reich zu werden, macht die meisten Leute nicht glücklich. Wir wissen es alle, es ist ein Sprichwort, Geld macht nicht glücklich. Sondern was glücklich macht, ist eine bestimmte Summe Geld, die ausreicht, um keine Sorgen zu haben. Und was auch glücklich macht, ist eine bestimmte Summe Geld, sich selber festzusetzen, die man haben will, der Punkt des Genug. Das ist eine Sache, um die es in diesem Buch geht. Es gibt Studien darüber, dass man ab einer gewissen Summe Geld, so ungefähr 60.000, 70.000 Euro im Jahr, nicht mehr glücklicher wird, auch wenn man mehr verdient. Und also einfach Beobachtungsstudien, die die zwei in ihren Seminaren gemacht haben, liefen darauf hinaus, dass jeder, egal wie viel er verdient hat, der Meinung war, wenn er 50-100% mehr von dem hätte, was er jetzt verdient, er glücklicher wäre. Sprich, wir wissen, dass es nicht die Menge an Geld ist, die uns glücklich macht, sondern irgendwas anderes. Und im Allgemeinen ist es halt der Punkt des Genug. In diesem Buch, also vorgeschlagen von Joe Dominguez, sind 9 Schritte, in denen man seine Finanzen für den Rest seines Lebens in den Griff kriegt. Und das ist jetzt hier kein schneller Reichwerdebuch, sondern das ist genau wie Gesundheit ein Marathon. Das Leben ist lang für die meisten von uns und von jetzt auf gleich Geld zu haben funktioniert nicht. Deswegen gibt es hier diese 9 Schritte, die man eigentlich im Laufe einer Zeit abschließt. Geht damit los, sich zu vergegenwärtigen, was ist Geld überhaupt und sich einzugestehen, Geld ist eigentlich Lebensenergie bzw. Lebenszeit, die ich eintausche gegen dieses Geld. Lebenszeit ist leider begrenzt, Geld theoretisch ist unbegrenzt. Wir wissen es alle, es gibt Leute, die müssen für 6 Euro die Stunde arbeiten und andere, die verdienen 6 Millionen in einer Stunde oder so, wenn Warren Buffett einen guten Tag hat. Und seine Zeit mit Geld aufzuwiegen ist im Allgemeinen eine schlimme Sache, sollte man besser nicht machen, sondern Möglichkeiten finden, wie man anders an Geld kommen kann und nicht unbedingt seine Zeit verkauft, sondern vielleicht sein Wissen. Oder so, oder das zumindest versucht. Was dann als nächstes kommt, nachdem man sich eingestanden hat, dass Zeit Lebensenergie ist, dass man sich fragen muss, wie viel Geld muss man eigentlich noch zusätzlich ausgeben, nur um einem Job nachgehen zu können. Das schließt so Ausgaben ein wie Berufskleidung, wie das Auto, was ich haben muss, um zur Arbeit zu fahren, Kosten fürs Pendeln, Geld, was ich ausgebe in der Kantine, Geld, was ich ausgeben muss, um davon wieder zu entspannen und diese Dinge. Weiter geht's dann damit, wenn mir klar ist, dass meine Lebensenergie Geld ist, ich natürlich versuchen muss,
pro Stunde mehr Geld rauszuschlagen. Sprich, ich einen Job finden muss, bei dem ich mehr verdienen kann. Und das ist jetzt mir besonders wichtig, dabei darauf zu achten, dass ich weder meine Gesundheit kompromittiere, noch irgendeinen Job machen muss, der nicht mit meinen Werten in Einklang ist. Das ist ein Punkt, mit dem ich persönlich jetzt noch hader. Ab einem gewissen Punkt, was meist 4 Schichten die Woche sind bei mir, geht es auf meine Gesundheit, was ich daran merke, dass ich anfange, Scheiße zu essen oder so. Oder größere oder anfange, Gelüste auf Scheiße zu kriegen oder mir ein Bier nach der Arbeit kaufen will oder solche Sachen. Das andere ist, die Arbeit jetzt in der Klinik, in der Pflege, geht nicht in Einklang mit meinen Werten. Haben wir auch schon drüber gesprochen, die machen einfach unendlich viel Müll. Abgesehen davon bräuchten die ganzen Patienten überhaupt nicht krank sein, die kann man ja vorm Krankwerden schützen, indem die anständig essen, also hier Prävention betreiben. Das ist in Einklang mit meinen Werten, da bin ich noch nicht. Leider. Und dann wird einem beigebracht, wie man das quasi als Marathon beobachten kann. Wie man Grafiken erstellt, wo man seine Einnahmen, seine Ausgaben, seine Ersparnisse und das alles verfolgt. Sowohl monatsweise mit einem Budget als auch dann über die Jahre. Denn wie gesagt, wir sind bei einem Marathon. Wir müssen unsere Trainingsleistungen beobachten über einen längeren Zeitraum, um dann auch Erfolge sehen zu können. Das ist immer ein bisschen frustrierend für mich auch. Ich lese dieses Buch und ich denke, ja, ich will jetzt alles machen, was da drin steht. Aber die Zeit geht noch nicht weiter. Ich muss jetzt zumindest auf den nächsten Monat und das nächste Gehalt warten, um zu gucken, so, wo kann ich was einsparen oder wo werde ich effizienter. Naja, und dann abschließend geht es natürlich darum, das eingesparte Geld schlussendlich irgendwo dahin zu stecken, wo es dann für einen arbeiten kann. Und auch da, also als ich das erzählt hatte mal mit den ETFs oder hier Indexfonds kaufen und so weiter, haben viele Leute gesagt, diese scheiß Wirtschaft zu unterstützen, die alle nur korrupt sind und nur auf Geld und die Welt zerstören und sowas. Vicky Robin ist ein Alt-Hippie. Die sind eigentlich beide Hippies, aber leider ist Joe Dominguez ja verstorben, übrigens an Krebs. Mit Mitte 50. Also wenn der nicht mit 30 in Rente gegangen wäre, dann hätte der überhaupt keine Rente gehabt. Auch das ist halt, sollte man sich vor Augen führen, wir wissen nicht, wann wir sterben, ne? Und wenn man die ganze Zeit wirklich nur geschuftet hat, 60 Stunden die Woche oder sonst was viele Assistenzärzte machen, dann hat man gar nichts vom Leben gehabt. Das ist total kacke. Wo war ich? Ja, Vicky Robin ist ein Alt-Hippie. Ihre eigenen Investmentstrategien stellt sie da auch zur Disposition, was sich natürlich geändert hat, irgendwie seit den 60er Jahren bis jetzt, 2018. Aber das war alles, was sie gemacht hat zur Investition, war im Einklang mit ihren Werten. Das wirft nicht notwendigerweise genauso viel ab, wie wenn man in Sachen investiert, die nicht mit den eigenen Werten in Einklang sind. Aber das ist einem vielleicht ja, wenn man sein eigenes genug definiert hat, auch egal. Da muss man mal schauen. Ja, und das ist eigentlich alles. Nein, eigentlich braucht man dieses Buch und noch ein anderes Buch. Reicht, um ein glückliches, langes, gesundes Leben zu führen. Also die zwei haben es voll drauf, was das ganze Geld und das Einteilen von Arbeit und wie man das am geschicktesten macht und wie man wirklich glücklich wird im Rahmen von mit Geld hantieren. Die haben es beide drauf. Allerdings, was die nicht drauf haben, ist halt die Gesundheit. Deswegen braucht man ein zweites Buch. Das ist Dr. Gregers How Not to Die. Wenn man die beiden Bücher hat, denke ich, hat man alles, was man wissen muss, um ein langes, gesundes, glückliches, finanziell abgesichertes Leben zu führen. Und das ist super. Also, Vicky Robin selber hatte auch dann Krebs. Sie hat es aber überlebt, im Gegensatz zu ihrem Co-Autor. Jeder Mensch sollte dieses Buch lesen und ich verlinke es euch natürlich unten drunter. Wer schon festgestellt hat, dass irgendwie sein Job ihn nicht erfüllt und sein Geld ihn nicht glücklich macht und dass er zu wenig hat und diesen ganzen Brassel um Geld, alle Probleme, kann man mit diesem Buch lösen. Außer natürlich schnell reich werden. Deswegen, das ist wärmstens zu empfehlen. Das Lustige ist halt, dass irgendwie, war ja schon alt, aber es gab jetzt diese Neuausgabe, weil die gute Vicky Robin jetzt mit Mitte 70 in Kontakt gekommen ist mit diesen Millennial-Sparern. Und die Leute es gibt ja eine ganze Szene,
um das Early Retirement Financial Independence auch in Deutschland mittlerweile. Der Mr. Money Mustache hat das Vorwort dazu geschrieben, der hat einen eigenen Blog, ist selber auch mit Anfang 30 in Rente gegangen und verdient jetzt aus Versehen mit den Sachen, die er gerne tut, auch weiter Geld. Und darauf läuft es dann wieder hinaus. Je mehr man pro Stunde verdient, desto weniger kann man dann arbeiten, desto mehr kann man seine Zeit füllen mit Sachen, die wirklich wichtig sind in dieser Welt. Und die kann man dann für Geld machen oder auch ohne. Einfach, oder einfach mal gucken. Oder vielleicht geben einem Leute auch einfach sowas. Ja, und das führt dann tatsächlich zu einer Erfüllung und zu einem glücklichen Leben. Man sollte halt dann nur aufpassen, dass das auch bis ungefähr 100 hält. Und deswegen braucht man dann Dr. Gregers Buch How Not to Die. Ich verlinke euch alle beide unten drunter. Ich wünschte, Amazon würde die als Paket anbieten. Ihr kennt das, dass das eine mal mit dem anderen zusammen vorgeschlagen wird. Die beiden zusammen sollte jeder Mensch besitzen. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn euch die Rezension hilfreich war, dann bitte auch. Wenn ihr irgendwie jetzt gerade 20 € oder so überhaupt investiert in das Buch, ich verlinke es euch unten drunter. Wenn ihr es gelesen habt, dann sagt mir mal, was ihr davon haltet. Das wäre auch interessant. Ansonsten sage ich ja, danke fürs Zuschauen. Bis morgen, eure Silke.